Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und heute schaffen wir es, heute schalten wir die erste Stufe der neuen Maya-Quest frei. Wir müssen nämlich, während wir jetzt hier nochmal die ganzen Sachen machen, schalten wir dadurch nämlich dann die erste Stufe auf Dew's Farm frei. Ich gucke mal gerade, ob wir das nicht sogar perfekt kombinieren können. Moment, ist das jetzt ein anderes Rennen? Das Rennen variiert? Lol. Ja, ist ja geil. Ja, das finde ich schon nice. So. Ich bin gespannt, ob wir jetzt die erste weitere Story-Quest freischalten. Oh mein Gott, nein, es variiert nicht. Das ist wieder diese dumme Stelle. Okay, hier muss man am besten wirklich springen. Ah, das gemeine Gras und dieses komische Auto. Die ganzen Hindernisse hier. Die waren doch sonst nicht auf diesen Feldern. Warum fährt ein Auto hin und her? So, wir haben da vorne ein Schaf. Oh, das ist sogar an derselben Stelle. Vielleicht kriegen wir das hin. Achtung. Ah, anscheinend geht's nicht. Ich konnte das nicht anklicken währenddessen. Das wäre ja perfekt gewesen. An sich ist das Rennen schon ganz nice. Ich hätte jetzt gar nicht geguckt, wie viel. Oh, diese Strecke, ey. Da haben sie wirklich alles reingepackt, was sie derzeit haben. So an Hindernissen, Autos, Sprünge. Oh Gott. Okay, wir sind da. Ja, es ist schon nice irgendwie. Es ist einfach echt, ist echt ein anderes Rennen. So, das haben wir. 25 gab es, okay. Ein Schilling. Na gut. Seid gespannt, was wir dann jetzt gleich noch freischalten. Denn die erste Rufstufe steht an. Boah, ich bin so gespannt, was es hier noch so gibt. So. Die ganzen Schafe. Ey, Maya sollte endlich mal die Tür reparieren. Denn sonst hauen die ja permanent die. Maya hat eh so wenig Geld. Wir sollten keine Schillinge von ihr verlangen dafür, dass wir ihr dauernd helfen. Die sind ein bisschen blöd anzuklicken, muss ich ehrlich sagen. Weil ihr klickt die zwar an wie so eine Quest-Sache, aber eigentlich, glaube ich, ist das Symbol dafür falsch. Da müsst ihr eigentlich in der Hand sein. Weil genau so ist es, dass man erst eher so drüber hovert. Oh mein Gott. Ja, das Gebiet an sich hier finde ich recht schön. Es ist ein bisschen blöd zu erreichen. Oh, ob wir jetzt hier abkürzen können? Ach komm! Oh nein. Okay, Maya, wir haben es geschafft. Man kann hier an super vielen Stellen hängen bleiben. Oh mein Gott. Oh mein Gott!
Ah, yes. Okay. Also wir haben jetzt offiziell bestätigt, man kann hier an gefühlt jeder Ecke von der Mauer hängen bleiben. Ich weiß jetzt gar nicht, wo jetzt diese Schafe hängen. Aber wir wissen offiziell, ist diese Mauer böse, denn sie hat gefühlt 20 Stellen, wo man im Nichts verschwinden kann. Aber wir sind jetzt dabei, die Schafe zusammenzutreiben, dann haben wir nämlich auch die erste Rufstufe schon erreicht. Und da haben wir dann nämlich die ersten 500 voll und können dann nämlich gleich mal gucken, ob wir damit nicht den ersten Part freischalten. Die Frage ist jetzt nur, wo jetzt unsere Schafe hin sind. Ob die jetzt gerade auf dem Weg nach Wildwood sind? Ob sie dort noch in der Ecke stecken? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen, ob wir sie abgeben können. Ansonsten müssten wir jetzt die Quest noch einmal neu machen. Boah, wie ärgerlich. Ah Gott. Oh, da sind sie. Sie waren noch in der Wand. Ach gut. So. Wir sind bei der nächsten Stufe. Und haben auch die erste Quest. Oh, zwei. Oh mein Gott, das. Oh mein Gott, das Wiedersehen mit den Dews. Fabian, du warst wirklich überall auf Jorvik, oder? Ich habe das Gefühl, Ellie würde gerne einen längeren Ausritt machen. Möchtest du ein wenig ausreiten? 20 Spielererfahrung nochmal. Sprich mich an, wenn du Zeit hast. Wir machen einen Ausflug. Das Picknick. Moment, kann man jetzt einfach... man kann sie jetzt einfach jederzeit mitnehmen. Ah, okay, wir können jetzt also jederzeit, können wir sie jetzt einfach generell mit einpacken. Okay. Ja, das ist jetzt schon ganz nice. Ich bin jetzt mal gespannt. Das Picknick. Alex! Moment. Und jetzt? Ist das jetzt eine Quest hier? Ah, okay. Wir können jetzt einfach mit denen jetzt einmal Picknick machen. Das bringt uns zwar einmal Spielererfahrung, aber es ist okay, falls du zu beschäftigt bist. Ich weiß, dass du gerne jedem einzelnen Bewohner Jorviks hilfst, auch wenn es dabei nicht darum geht, die Welt zu retten. Oder hey, warum bringst du nicht auch jemanden anders mit? Mehr Leute, mehr Spaß. Nee, komm, wir gehen alleine bei den beiden mit. Welche Punkte sind jetzt hier markiert? Ach, wir können uns einen Punkt aussuchen, wo wir picknicken möchten, hier auf den Feldern. Ich finde den hier oben sehr, sehr schön. Moment. Welcher Punkt ist hier markiert? Ich bin ja wirklich gespannt, was wir jetzt hier machen können. Was für Punkte sind hier gerade markiert? Das ist mitten in dem... Ne, okay, der nicht. Puh.
Huch. Oh mein Gott, das ist mega süß. Ah. Das ist ja wohl absolut cute hier. Ah. Das ist voll cute so. Nee, ernsthaft. Das ist echt süß gemacht. Das war auch das, wovon wir schon berichtet hatten, so ein bisschen. Und dieses Picknick zusammen. Okay, also wir haben dadurch 40 Spielererfahrung nochmal mehr bekommen. Das heißt, es fehlen jetzt gar nicht mehr so viele. Ach, wenn man rausgeht aus dem Bereich, ist es direkt zu Ende. Danke fürs Mitkommen, bis bald. Okay, dafür kriegen wir. Ach, dafür haben wir auch nochmal Ruf bekommen. Und für den Ausritt? Nee, der Ausritt zählt dann nicht als. Okay, der Ausritt zählt nicht. Aber wir bauen also anscheinend mit der Zeit jetzt Use Farm so auf. Ja, auf jeden Fall echt nice gemacht. Ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf, wie das weitergeht. Dann sag ich aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Neuem von Maya und Alex. Ciao, ciao.